Herzlich willkommen zum Konzepttest 30, Thema Phasengleichgewichte. Welches der folgenden Gesetze entspricht nicht einem idealen Phasengleichgewicht? Das Langmoorsche Gesetz, das erste Raoultsche Gesetz, der Nernstsche Verteilungssatz oder das Henry'sche Gesetz? Bevor wir auf die Frage antworten, zunächst einige Definitionen. Als Phase definieren wir verschiedene Zustände eines Stoffes. Wir kennen zum Beispiel die Festphase, die Gasphase, die flüssige Phase. Innerhalb dieser Phase herrscht Homogenität. Das bedeutet, wir haben keine Änderung von Druck, Temperatur, Dichte, chemischem Potenzial oder anderen Parametern. An der Phasengrenze haben wir einen sprunghaften Anstieg dieser Parameter. Es sind zwei Phasen, in der Regel nennen wir sie Alpha und Beta, im Gleichgewicht. Dann gilt, dass die Temperatur, der Druck und das chemische Potenzial in beiden Phasen identisch sind. Als ideales Phasengleichgewicht beschreiben wir ein Phasengleichgewicht, in dem eine Änderung des Parameters in Phase A die Änderung des gleichen Parameters in Phase B bewirkt. Tragen wir das Ganze grafisch auf, bekommen wir einen linearen Zusammenhang. Die Adsorption oder das Langmoorsche Gesetz. Als Adsorption beschreiben wir die physikalische Bindung an eine Partikeloberfläche. Wir machen die Annahmen, dass wir bei dieser Bindung eine monomolekulare Schicht erzeugen, dass alle Sorptionsplätze gleichwertig sind und die Oberfläche gleichförmig ist und dass es keine Wechselwirkungen zwischen benachbarten Sorptionsplätzen oder bereits adsorbierten Teilchen gibt. Ein formeller Zusammenhang ist hier abgebildet. Q ist hierbei die Beladung des Teilchens. QL ist der Langmoorsche Sorptionskoeffizient. Qmax dementsprechend die maximale Beladung. Und CEQ ist die Konzentration des Sorbats, also des Stoffes, der adsorbiert wird. Tragen wir das Ganze auf. Die Konzentration in Abhängigkeit der Beladung, erkennen wir eine Sättigungskurve. Mit zunehmender Konzentration nimmt die Beladung zu, erreicht aber irgendwann ihr Maximum. Das Teilchen ist in Anführungszeichen voll, es können keine weiteren Teilchen mehr adsorbiert werden. Wir kennen also, wir haben keinen linearen Zusammenhang und folglich auch kein ideales Phasengleichgewicht. Die Dampfdruckerniedrigung. Das erste Raoultsche Gesetz. Lösen wir eine nicht flüchtige Substanz in einem flüchtigen Lösungsmittel, sinkt der Dampfdruck des flüchtigen Lösungsmittels. Diese Dampfdruckerniedrigung können wir ganz einfach beschreiben durch die hier abgebildete Formel. Delta P ist dabei die Dampfdruckerniedrigung, P1 ist der Dampfdruck der reinen Lösung und X2 der Stoffmengenanteil oder der Molenbruch der Substanz, die gelöst wird. Grafisch aufgetragen erkennen wir hier einen linearen Zusammenhang von Druck und Stoffmengenanteil. Wir sehen also, dass es sich hierbei um ein ideales Phasengleichgewicht handelt. Die Extraktion oder der Nernstsche Verteilungssatz beschreibt das Verhältnis der Konzentration einer Substanz in zwei verschiedenen Phasen. Dieses Phänomen kennen wir zum Beispiel aus dem Scheidetrichter. Wir haben eine organische und eine wässrige Phase, haben einen Stoff darin gelöst und können jetzt über den Nernstschen Verteilungskoeffizient A die Konzentration der Substanzen in den verschiedenen Phasen bestimmen. Tragen wir das Ganze grafisch auf, erkennen wir hier auch einen linearen Zusammenhang zwischen der Konzentration des Stoffes A in Phase 1 und in Phase 2. Folglich ist auch die Extraktion ein ideales Phasengleichgewicht. Zu guter Letzt schauen wir uns die Absorption an, beschrieben durch das Henry'sche Gesetz. Es beschreibt das Löslichkeitsverhalten von Substanzen in einer Flüssigkeit. Der Partialdruck eines Gases über einer Flüssigkeit ist direkt proportional zur Konzentration des Gases in der Flüssigkeit. Das heißt, je mehr Gas,
gelöst ist, desto höher ist auch der Partialdruck dieses Gases. Und das kann beschrieben werden durch folgenden Zusammenhang. P ist eben der Druck des Gases, Kh ist der Henry-Koeffizient und C1 die Konzentration des Gases 1. Grafisch aufgetragen erkennen wir auch hier eine lineare Abhängigkeit zwischen dem Druck und dem Stoffmengenanteil. In dieser Grafik wurde mit realen Parametern gemessen, und zwar der Dampfdruck von Chloroform in Abhängigkeit des Stoffmengenanteils. Und hier kann man auch schön den Vergleich zwischen Raoult und Henry sehen. Das sind die gestrichelten Linien oben und unten. In der Mitte die geschwungene Linie mit den Punkten sind real aufgenommene Messwerte und sollen einfach nur zeigen, wie gut Henry und Raoult die Realität wiedergeben. Kommen wir nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Welches der folgenden Gesetze entspricht nun nicht einem idealen Phasengleichgewicht? Wir haben gesehen, dass bei Henry, Nernst und Raoult jeweils lineare Zusammenhänge gegeben waren. Folglich handelt es sich da um ideale Phasengleichgewichte. Einzig bei der Adsorption, beschrieben durch das Langmuirsche Gesetz, hatten wir keine lineare Abhängigkeit und folglich ist Antwort A die Antwort auf unsere Frage.